Herzlich willkommen zu unserem heutigen Trip-Tipp. Wir berichten heute über St. Michael's Mount. Eigentlich ist es eine ganz normale Burg auf einem Hügel. Aber es ist trotzdem eine Reise wert. Es ist ganz wichtig, dass man zum richtigen Zeitpunkt hierher kommt. Denn bei Ebbe kann man hier super über den Weg laufen. Und bei Flut ist hier alles überflutet. St. Michael's Mount ist über einen schmalen Damm zu erreichen. Der Weg führt über 366 Meter vom Marathon auf die kleine Insel, die nur gerade 0,23 Quadratkilometer groß ist. Auf der Insel hat es dann auch nur gerade ein Schloss, eine Kapelle, einen Hafen und ein paar wenige Häuser mit Souvenirshops, Museum oder auch einem Restaurant. Super gute Scones bei dieser schönen Aussicht zu genießen. Was gibt es Schöneres? Und eine Hot Chocolate dazu ist noch besser. Für einen Kurztrip nach St. Michael's Mount reichen 1-2 Stunden. Achtet aber bei der Planung für euren Ausflug unbedingt auf die Gezeiten. Das war unser Kurztrip nach St. Michael's Mount. Und es ist gut, dass wir jetzt wieder gehen, denn das Wasser steigt langsam. Tschüss! In der Infobox gibt's weitere Infos, auch zu Ebbe und Flut. Und für unsere nassen Füße gebt uns bitte einen fetten Daumen nach oben. Danke. Wir berichten heute über St. Michael's Mount. Hä? Das ist live. Ah, nein, das ist jetzt. Filmst du? Ja. Hä? Kein Film, hopp. Jetzt fangen wir an. Lauf. Ist gut? Ja, red. Herzlich willkommen. Lachen, immer lachen. Herzlich willkommen.